Ich wünsche euch einen schönen Morgen. Willkommen zur Veranstaltung Kommunikation und Logistik. Erstmal die Frage hinten, versteht ihr mich gut? Das ist Nikola Kuhn. Dankeschön. Genau, wie ihr seht, haben wir diese Woche die Public Climate School. Hier eine kleine Werbung dafür. Über den QR-Code findet ihr es unter dem Programm. Ist im Endeffekt eine Woche, die bundesweit an den Universitäten dazu genutzt wird, Veranstaltungen, wo möglich Themen mit Bezug zum Klimawandel in den Vordergrund zu stellen. Ziel ist im Endeffekt die Vermittlung von Wissen rund um Klimakrise und die Sensibilisierung der Themen. Passt ganz gut in unsere Veranstaltung. Dementsprechend haben wir heute teilweise den Bezug zum Klimawandel, wir versuchen ökologische Ziele in Modelle zur Entscheidungsfindung im betrieblichen Kontext einzubinden. Und da werden wir uns in gewissen Block thematisch Richtung Klimawandel bzw. Treibhausgasreduzierung befinden. Ansonsten ist die Veranstaltung eine komplett normale Veranstaltung, die vollständig klausurrelevant ist. Es gibt ein paar Folien, die nicht klausurrelevant sind, auf denen ist es explizit vermerkt. Ansonsten ist es eine komplett normale Veranstaltung. Genau, damit wechseln wir zu den Folien. Zusätzlich
sehen wir, dass wenn ein Märkte eröffnet wird, in einer bestimmten Region Fixkosten anfallen. Das heißt, wenn ich ein Märkte in Nordamerika öffne, fallen Fixkosten von 300.000 Yen in ein Jahr. Wenn ich ein Märkte in Afrika öffnen will, fallen 260.000 Yen in ein Jahr. Und zusätzlich haben wir noch die Information, dass wir eine maximale Kapazität von 70 Einheiten pro geöffneten Standort produzieren können. Das heißt, ein Standort öffnet, 70 Einheiten produzieren, nicht mehr. Wir können natürlich weniger produzieren. Dann fallen dann die Fixkosten stärker ins Gewicht, weil wir natürlich weniger Produkte von diesem Standort verteilen. Das Ganze schauen wir uns nochmal hier auf dieser Karte an. Standorte. Und die große Frage ist nun, wo öffnen wir unsere Produktionsstandorte? Also die Frage ist, öffnen wir auf jedem dieser Kontinente einen Produktionsstandort oder öffnen wir nur einige wenige Produktionsstandorte und bieten dann auch jeweils andere Standorte? Diese Frage wollen wir beantworten. Dementsprechend können wir festhalten, dass wir zwei Entscheidungsvarianten haben. Einmal die Entscheidung, wo öffne ich einen Produktionsstandort, also an welchen dieser Kundennachfrageorte und welchen Kunden beliefere ich mit welcher Menge von welchem Produktionsstandort. Das sind die zwei Entscheidungen, die wir treffen wollen. Nach welchen Zielen können wir die Entscheidung treffen? Kann ein Unternehmen verfolgen. Will die Entscheidung treffen, Standort öffnen oder nicht, will Mengen transportieren, das Ganze optimal, nach welchem Ziel, was für Ziele haben wir bisher kennengelernt. Ja. Sehr gut. Kostenminimierung, Gewinnmaximierung, dann haben wir auch den Umsatz. Maximierung sein, ein Deckungsbeitragsmaximierung sein. Wir schauen uns das Ganze nach, wie zuerst gesagt, der Minimierung von Kosten an. Also zur Fassung des Problems sind vor allem erstmal drei grundlegende Informationen notwendig. Einmal die Mengen, angegeben durch Indizes, und zwar die Mengen über die potenziellen Standorte der Märkte. Benennen wir mal mit I. Also I ist die Menge der potenziellen Standorte. Wir wissen, welche das sind. Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien, Australien und Europa. Wir wissen, welche Märkte wir haben. Das ist die gleiche Menge. Das ist auch wieder die Kundennachfrage, die wir gerade eben schon gesehen haben. Dann haben wir explizite Parameter gegeben, die Nachfrage auf den Märkten, also die Mengen, die auf diesen verschiedenen Märkten nachgefragt wird. Wir haben eine maximale Kapazität eines Werkes gegeben, 70 Einheiten, also es wird nicht mehr als 70 Einheiten pro geöffneter Kapazitätsstufe verkauft werden. Wir haben Fixkosten eines Werkes, FI, also das heißt, der Bau eines Werkes verursacht Fixkosten, die unterschiedlich in je Region sind. Und wir haben variable Kosten einer Einheit, produziert wird und in einem Markt J verkauft wird. Entscheidungsvariable, Binärvariable, die angibt, dass ein Werk I geöffnet ist. Binärvariable heißt, es ist eine Variable, die nur den Wert 0 oder 1 annehmen kann. Wenn wir hier einmal zuschreiben, 0 oder 1 und eine Transportmenge von Wert I zu Markt J. Diese Menge, die kann potenziell unendlich groß werden, ist im Zweifelsfall, kommt natürlich immer aufs Produkt drauf an, im großen Fall abzählbar. Also das heißt, es muss eine ganze Zahl sein. Das muss auch immer noch definiert werden, wir werden auch nachher sehen, wie wir das definieren. Genau, Binärvariable, die angibt, dass ein Werk I geöffnet ist. Also auf einem potenziellen Standort I ist ein Werk geöffnet und der Wert dann nur 0 oder 1. Annehmen, was heißt das für die Lösung unseres Problems?
Systems. Also wir haben hier eine gewisse Einschränkung. Pro potenziellen Standort kann nur ein Werk geöffnet werden. Also das heißt, wir können hier nicht auf zwei Werke beispielsweise hochgehen, also 2x70 Mengeneinheiten Kapazität ausbauen. Ist einfach in dem Fall so gegen mehr natürlich denkbar, dass man mehr Kapazitäten aufbauen kann. Also dass man diskrete Kapazitätsstufen erhöht. Genau. Mit diesen Informationen, Indizes, Parameter und Entscheidungsvariablen können wir unser Problem aufbauen. Zielfunktion, Minimierung der fixen und variablen Kosten. Was muss ich hierfür aufrufen? Was sind Informationen, die ich benötige, um mir meinen Zielfunktionswert zu berechnen? Normalerweise sollte bei euch im Skript gar nichts stehen. Ich glaube, ihr habt die Informationen vollständig gelöscht. Kann es sein, dass ihr noch so ein Telltip dran steht? Ja, okay. Also, dann steht hier im Endeffekt auch relativ klar, was wir machen wollen. Wir wollen die fixen Kosten minimieren. Wir bilden eine Summe dafür über die Fixkosten pro Werk, welches eröffnet wird, und die Summe der variablen Produktkosten. Das heißt, wir haben eine Funktion, die wir minimieren wollen, die sich ergibt aus Summe über alle potenziellen Standorte i, Fixkosten von i multipliziert mit der Binärvariable i 0 oder 1. Also angenommen, wir eröffnen das Werk in Nordamerika, ich glaube, das war Fixkosten von 300.000 Geldeinheiten, dann hieße das 300.000 mal 1, fließt hier mit ein plus Summe über den Transport, variable Transportkosten mal Transportmenge. Also variable Transportkosten, die mir entstehen, wenn ich von einem Standort I zu einem Markt J liefere, multipliziert mit der Menge, die von einem Standort I zu einem Markt J fließt. Relativ einfache Zielfunktion besteht aus diesen zwei Summen, sollte im Endeffekt relativ nachvollziehbar sein. Zur Nachfrage. Was für eine Nebenbedingung könnten wir bezüglich der Nachfrage haben? Eine Nachfragedeckung. Summe über alle Transporte zu Markt J muss den Bedarf im Markt J decken für alle Märkte. Das heißt, die Menge, die von einem Standort, einem Produktionsstandort I zu einem Markt J fließt, entspricht gleich der Nachfrage auf diesem Markt J. Und das Ganze gegeben mit Alquantor J, das heißt, diese Nebenbedingung wiederholt sich letztendlich für jeden einzelnen Standort. Wir können das einmal mit aufschreiben, was dieser für alle, dieser Alquantor bedeutet. Summe über i, x, i nach 1 ist gleich d1. Wieder Summe über i, x, i nach Nachfrage 2 muss gleich Nachfrage von Standort 2 entsprechen, etc. Das heißt dieser Alquantor J, dieser für alle J. Warum benötigen wir diese Nachfragenebenbedingung? Wir minimieren Kosten. Hat jemand eine Idee, was passieren würde, wenn wir keine Nachfragenebenbedingung, also keine Nebenbedingung angeben würden, die sicherstellt, dass ein Markt beliefert wird? Hat jemand eine Idee? Was wäre die Lösung des Modells, wenn diese Nachfragenebenbedingung nicht mit auftauchen würde? Ja? Exakt, es würde rein gar nichts produziert werden. Wir minimieren Kosten, wenn ich keine Nachfragenebenbedingung habe, also wenn ich die Nachfrage nicht decken muss, naja, dann werde ich auch nichts tun. Meine
dann natürlich die geringsten Kosten entstehen. Das sähe anders aus, wenn ich hier beispielsweise mit dem Feed oder den Umsatz maximiere. In dem Fall müsste ich keine Nachfolgebedingungen aufgeben. Also ich könnte natürlich eine Nebenbedingung aufgeben, die dann beispielsweise heißt, ich decke mindestens die und die Nachfrage, aber ich müsste keine Nachfragenebenbedingungen mit angeben, weil ich ja mit dem Feed den Umsatz maximiere. Das heißt, ich werde nur die Entscheidungen fällen, die dazu führen, dass der Profit oder der Umsatz steigt. In dem Fall definieren wir aber Kosten, daher diese Nachfragenebenbedingungen, die mir sicherstellt, dass eben überhaupt irgendwas passiert. Zusätzlich haben wir eine Kapazitätsrestriktion, die ist wieder relativ einfach. So über unseren Support von einem Standort bis deiner Seite als die Kapazität des Standortes für alle Standorte I, also dieses für alle wird angegeben über diesen Kontor. Das ist auch wieder eine Nebenbedingung, die sich dann für jeden potenziellen Standort wiederholt. Wir haben hier die Binärvariable YI, Element 0 oder 1. Variable darf nur die Werte 0 oder 1 annehmen und wir haben eine Nicht-Negativitätsbedingung. XIJ darf nicht kleiner 0 werden. Und damit haben wir auch den Definitionsbereich angegeben und haben das Modell vollständig mathematisch aufgestellt. Aber prinzipiell steht das Modell jetzt mathematisch, damit ist es noch nicht gelöst. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, dass man hier händisch rangeht, das Modell händisch löst. Was wir aber bei dem Beispiel vielleicht noch hinbekommen, aber in vielen Fällen meist nicht mehr lösen können. Ich habe das Modell einmal im Excel sauber implementiert. Das Modell liegt auch schon unter den Dateien. Also das heißt, ihr könnt es selbst auch direkt öffnen oder nachher anschauen. Hat jemand von euch schon mal mit dem Excel Solver gearbeitet, also mit dem Solver, welcher dazu da ist, solche Optimierungsprobleme zu lösen, einen Syntax-Algorithmus im Endeffekt zu lösen? Hat jemand schon mal mit dem Excel Solver gearbeitet? Eine Person? Okay. Syntax-Algorithmus, wem sagt der Algorithmus etwas? Ja, deutlich mehr Personen. Genau, dürfte in den Grundvorlesungen Mathematik bisher eine Rolle gespielt haben. Der Syntax Solver ist hier auch implementiert, in Excel implementiert, also kann auch jeder von euch im Endeffekt öffnen in Excel und genau solche mathematischen Modelle aufstellen und lösen. Wir schauen uns das einfach jetzt kurz an für dieses Beispiel. Also gegeben ist erstmal, was auch in der Angabe gegeben ist, hier die Variablen Kosten, Produktion und Transport von Nordamerika nach Nordamerika, Fixkosten mit 300.000 Yen enthalten und die Nachfrage. Also all das, was wir hier sehen, sind die gegebenen Parameter. Variablenkosten, Fixkosten und Nachfrage. Hier in diesen Feldern will ich später meine Entscheidungen sehen. Was sind meine Entscheidungen? Worüber entscheide ich? Transportmenge von A nach B oder von I nach J, besser gesagt, und dann entscheide ich über diese Binärvariable Y, I, J, also wer öffnen oder wer nicht öffnen. Hier soll also meine Entscheidungsvariable später stehen. Zusätzlich haben wir Nebenbedingungen, hier einmal die Überkapazität. Die Nebenbedingungen, die wir gerade eben zur Kapazität gesehen haben, ist leicht umgestellt. Wir subtrahieren letztendlich die Kapazität, die wir aufbauen. Also 70 Einheiten multipliziert mit 0 oder 1. Entweder haben wir 70 Einheiten im Standort oder nicht. Und subtrahieren davon die Menge des Transportes von diesem Standort. Also im Endeffekt die Nebenbedingungen, die wir gerade im Skript gesehen haben, nur eben leicht umgestellt, hat den Vorteil, dass ich sie hier vollständig reinschreiben kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie ich sie hier im nächsten Solver implementieren könnte, macht es aber ein Stück weit einfach. Also wir sehen die Kapazität an einem Standort minus Transportmenge von diesem Standort.
Und zusätzlich habe ich die zweite Nebenbedingung, nämlich die Bedarfsdeckung. Hier subtrahiere ich vom Bedarf, also für Nordamerika besteht der Bedarf von 52 Einheiten, die Menge, die nach Nordamerika transportiert wird. Aktuell ist der ungedeckte Bedarf exakt der Menge des Bedarfs, die ursprünglich entsteht. Das heißt, aktuell haben wir den Bedarf vollständig ungedeckt. Einmal hier 52 reinschreiben, dann sehen wir, dass der ungedeckte Bedarf bei 0 liegt, weil von Nordamerika dann Nordamerika 52 Einheiten transportiert. Machen wir nicht, wir wollen den Solver nutzen, um das Problem zu lösen. Dafür haben wir einmal die Nebenbedingungen gesehen und zusätzlich müssen wir noch die Gesamtkosten sehen. Naja, die Gesamtkosten sind einfach das Summenprodukt aus Fixkosten mal Linearvariable und Transportkosten und Variablekosten mal Transportmenge. Also das ist die Zielfunktion, die wir eben gesehen haben. Und jetzt können wir in den Solver gehen und die Nebenbedingungen konkret eingeben. Also wir legen einmal das Ziel fest. Das Ziel ist hier in dieser Zelle B38. Genau, und hier angeben. Jetzt stimmt es nicht mehr. Es ist B38. Also dieses Summenprodukt wollen wir im Endeffekt berechnen. Ändern können wir diese Zellen hier. Das ist der Bereich, welchen wir ändern können. Und die Nebenbedingung, die wir zugrunde legen, ist, dass die Überkapazität größer oder gleich 0 sein muss. Also hier muss für jede einzelne Zelle mindestens eine 0 drin stehen oder ein größerer Wert. Also es darf keine Unterkapazität bestehen. Also das heißt, kein Werk darf oder kein Standort darf mehr wegtransportieren, als Kapazität vorhanden ist. Das heißt, hier können wir diese Zelle zu angeben, muss größer gleich 0 sein. Zusätzlich haben wir die Bedarfsdeckung. Bedarf sind hier unten. Dieser Bereich muss exakt 0 sein, ist gleich 0. Also das heißt, ein Bedarf muss exakt gedeckt werden. Zusätzlich gehen wir noch an, dass wir hier diese Binärvariablen haben. Also das heißt, dieser Zellbereich darf nur 0 und 1 enthalten. Also Zellbereich ist gleich binär. Und da haben wir hier unten noch nicht eingeschränkte Variablen, als nicht negativ festlegen. Das ist noch die vierte Nebenbedingung, also auch Definitionsbereich. Und damit können wir das Problem lösen. Und wir stellen fest, im besten Fall optimal wäre es, einen Standort in Nordamerika zu öffnen. Sehen wir hier, einen Standort in Europa zu öffnen, einen Standort in Australien zu öffnen. Und zusätzlich sehen wir hier auch noch die Mengen, wie sie im Modell aktuell fließen. Von Nordamerika nach Nordamerika fließen 52 Einheiten, nach Südamerika 16 Einheiten, an die anderen Standorte oder an die anderen Nachfragen fließen keine Einheiten. Südamerika produziert nichts, das heißt, von Südamerika fließt auch kein Strom an Produkten. Von Europa, in Europa besteht dieses Werk, fließen 40 Einheiten nach Europa, 10 Einheiten nach Afrika, 16 Einheiten nach Asien und in Australien haben wir ebenfalls eine Produktion. In Australien wird nur Australien gedeckt und ein ganz kleiner Teil von Asien. Das ist unsere optimale Lösung mit den gegebenen Parametern. Wir können letztendlich mal noch anschauen, was passieren würde, wenn wir hier die Kapazität erhöhen. Also das heißt, wir können das Modell auf Sensitivität prüfen. Was wäre, wenn ich zu den gleichen Kosten die doppelte Kapazität aufbauen könnte? Also jeder Standort kann 170 Einheiten, 140 Einheiten produzieren. Auch das Modell können wir lösen. Und wir stellen fest, dass wir beispielsweise den Standort Nordamerika nicht mehr bauen können. Also in dem Fall 140 Einheiten Kapazität würde Nordamerika nicht gebaut werden, dafür Europa. Europa würde im Endeffekt nahezu alle Kundennachfragen decken und in Australien würde ebenfalls ein Werk gebaut werden. An Australien ändert sich tatsächlich relativ wenig. Es würde genau Australien decken und ein klein wenig von Asien. Also
Das heißt, der günstigste Standort liegt letztendlich in Europa, von welchem aus relativ gut die anderen Kontinente, die anderen Nachfragen gedeckt werden. Gehen wir hier wieder auf 70 runter. Ich habe noch eine andere Sensitivität oder mögliches Szenario angeschaut. Und zwar angenommen, einer der bestehenden Nachfragen bzw. einer der Standorte würde extrem stark subventioniert werden. Also das heißt, hatten wir auch letzte Woche darüber gesprochen, in Tintenfabriken in Deutschland 10 Milliarden Subvention, relativ großes Thema, was viel diskutiert wurde in der breiten Öffentlichkeit, ist natürlich ein Szenario, was man sich anschauen kann, dass ein Standort subventioniert wird. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Afrika, welcher bisher nicht produziert, stark subventioniert wird. Wir gehen davon aus, dass die Fixkosten sind auf 50.000 Geldeinheiten. Wir lösen das Problem wieder und wir stellen fest, dass der Standort, der zuvor in Europa lag, nun nach Afrika wandert, also an den Standort, wo die Subventionen vorhanden sind und dadurch die Fixkosten deutlich gehen. Also all das kann man mit so einem Modell relativ schön nachstellen, relativ schön letztendlich untersuchen. Genau, das war's zum Exit-Solver. Oder gibt es Fragen von jemandem von euch zum Exit-Solver? Ja. Können Sie die Excel-Mappe hochladen und das selber? Ja. Die Excel-Mappe liegt sogar schon im DigiCampus unter Modelle. Also es gibt einen Folder, der heißt Modelle, da werden wir immer die Modelle, die wir hier besprechen, sehen und dann auch selbst ein bisschen damit umspielen. Genau. Endblock, gehen wir zurück zu unseren Folien. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also letztendlich, das war mit den gegebenen Parametern die optimale Lösung. Standort Nordamerika, Standort Europa, Standort Australien. Und die Kundennachfragen sind gedeckt. Genau, das war's zur Disney-Standortplanung. Nächste Woche werden wir in der Übung die Standortplanung, Disney-Standortplanung uns anschauen. Letztendlich natürlich ein Modell, was auch der Klausur relevant sein wird. Gibt es von euch sonst noch Fragen zur Disney-Standortplanung, zum Modell, was wir uns eben angeschaut haben? Okay, dann kommen wir jetzt zu den Folien, welche sich vor allem um Fragestellungen handeln, die im Rahmen der Public Guidance relevant sein können, also Fragestellungen der ökologischen Erweiterung solcher Standortmodelle. Kapitel heißt umweltschutzorientierte Standortfragen. Das ist eine Folie, die wir so schon gesehen haben, also die traditionelle Supply Chain Planning Matrix mit all den Planungsaufgaben, die im Betriebskontext aufkommen können, erweitert um Fragestellungen des Closed Loop Supply Chain Managements. Also das heißt, wie können Rückgabekanäle überhaupt aussehen, was können Wiederverkaufsstrategien sein für schon benutzte, schon gebrauchte Produkte, wo können Aufbereitungsstandorte liegen etc. Was wir uns heute vor allem anschauen wollen, sind die multikriteriellen Zielsetzungen. Also das heißt, wie gehe ich an Modelle ran, wenn ich einerseits Kosten minimieren will, wie wir es gerade eben gemacht haben, und andererseits beispielsweise Treibhausgasemissionen minimieren will. Das waren die Ergebnisse vom Mentimeter von vor zwei Wochen zur Frage, welche ökologischen Ziele können Unternehmen in ihren Entscheidungsfindungsprozessen berücksichtigen. Passend zur Public Climate School sehen wir das sehr häufig, das Thema Emissionen, Klimaneutralität, CO2-Bilanz, CO2-Ausstoß genannt wurden. Also CO2 ist definitiv der Begriff, der am häufigsten auftaucht. Zusätzlich tauchen auch das Recycling häufig auf, Nachhaltigkeit erneuerbarer Energien etc., Solarmodule. Das sind alles Maßnahmen, die potenziell diesem Ziel CO2-Emissionen zu senken, Treibhausgasemissionen entsprechen. Neben diesen Dingen, die hier genannt werden, gibt es noch einige andere ökologische Kategorien, die eine Rolle spielen können, die nicht notwendigerweise
zur gleichen Entscheidung führen würden, wenn wir beispielsweise nach Treibhausgasminimierung entscheiden wollen würden. Das wäre beispielsweise der Landverbrauch, das wäre, was wären andere Kategorien, die man hier nennen könnte, andere Umweltprobleme, welche in der Vergangenheit vielleicht auch schon wichtiger waren, als sie es heute sind. In den 80ern hat man aber ein sehr großes Problem, ja? Fluorkohlenwasserstoffe. Sehr gut, FCKW, genau, Fluorkohlenwasserstoffe. Und was ist das daraus resultierende Umweltproblem? Die Ozonschicht, der Abbau der Ozonschicht, dieses Umweltproblem, da hat die Menschheit relativ global gut zusammengearbeitet, um dieses Umweltproblem in den Griff zu bekommen. Also ist ein Problem, was mehr oder weniger gelöst wurde, mit manchen Rückschritten. Also das heißt, auch das wäre natürlich ein Ziel, FCKW zu minimieren. Ist inzwischen einfach global, dass Stoffe, die Ozonschicht abbauen, de facto verboten sind. Ist mit den Treibhausgasen etwas anders. Wir wollen nochmal zu einer der ersten Folien der Veranstaltung zurückkommen. Wir sehen hier den typischen Lebenszyklus eines Produktes, eines physischen Produktes mit dem Abbau von Rohstoffen, Design, Produktion, Verteilung, Distribution, Verwendung, Sammlung der endlichen Produkte und einem potenziellen Recycling oder einer Deponierung. Wir erweitern das Ganze noch um die Anthroposphäre, also um im Endeffekt den Bereich der menschlichen Gesellschaft und um die natürliche Umgebung. Die haben wir schon gesehen, wir haben hier den Abbau von Rohstoffen. Ein großes Problem, was mit dem Abbau von Rohstoffen zusammenhängt, ist, dass hier die Grenze zwischen natürlicher Umgebung und der Anthroposphäre überschritten wird. Also das heißt, aus der natürlichen Umgebung wird Land, Wasser, fossile Rohstoffe, metallische Rohstoffe, Erze in die Anthroposphäre überführt, werden konsumiert und zusätzlich führt das menschliche Handeln zu Outputs, die nicht gewollt sind, also die nicht gewollt sind, aber hingenommen werden. Also zu Emissionen von beispielsweise CO2, wie ihr es genannt habt, oder wie ihr bei der Zentimeterfrage auch schon festgestellt habt, genauso auch zu Emissionen ins Wasser. Das können Giftstoffe sein, das kann Düngemittel sein, Phosphor etc. mit negativen Wirkungen und zu Emissionen in die Böden. Und ein ganz großes Problem, was hier bisher besteht, ist, dass diese Outputs letztendlich keine Kosten verursachen, also keine direkten Kosten verursachen. Inzwischen stellt man fest, ja, führt zu Kosten, weil der Klimawandel eben nicht ohne Kosten kommt. Also die Änderung der Treibhausgasbilanz führt dazu, dass beispielsweise, wie wir jetzt auch gerade sehen, das Mittelmeer im Oktober deutlich höhere Temperaturen hat, als es im Endeffekt die letzten Jahrhunderte zu sehen war, was dazu führt, dass mehr Energie aufsteigt und dann Regenfälle, wie sie jetzt in Spanien zu beobachten waren, einfach in der Wahrscheinlichkeit deutlich zunehmen. Also das heißt, bisher ist die Menschheit davon ausgegangen, wie gesagt, dass Outputs aus der Atmosphäre keine Rolle spielen, dass man im Endeffekt CO2 in die Atmosphäre geben kann, ohne dass hier Kosten entstehen. Inzwischen stellt man fest, dass eben nicht so ist. Diese Outputs, diese ungewollten und gewollten Outputs, Produktoutputs und Emissionsoutputs bestehen im Endeffekt an jeder Stelle des Produktlebenszykluses. Und das Ziel ist, dass diese Outputs, die nicht gewollt sind, Emissionen in die Luft abnehmen und reduziert werden. Um das Ganze strukturiert angehen zu können, ist es notwendig, diese Outputs zu dokumentieren. Und hier ist im Endeffekt global anerkanntes Lifecycle-Assessment die Methode, mit welcher festgestellt wird, an welcher Stelle im Produktlebenszyklus Emissionen entstehen und im Endeffekt auch aufgezeichnet, mit welchen Handlungen hier diese Emissionen herabgesetzt werden können. Um so ein Lifecycle-Assessment durchzuführen, um zu bilanzieren, an welcher Stelle in meinem Produktlebenszyklus oder in meiner Lieferkette vor allem Emissionen entstehen,
muss ich erstmal beginnen, aufzunehmen, an welcher Stelle diese Emissionen entstehen. Also das heißt, ich schaue mir meinen kompletten Lebenszyklus an und stelle fest, naja, ich habe Inputs aus der natürlichen Umgebung, Land, Wasser, Erze, Metalle, und ich habe Outputs und ich fange an, hier sauber runterzuschreiben, wie diese Inputs und Outputs letztendlich in meinem Produktlebenszyklus auftauchen, dokumentiere das Ganze und habe dadurch eine Liste, die mir diese Environmental Interventions anbietet. Also ich weiß am Ende für jedes Produkt, wenn ich das sauber durchführe, wie der Konsum an Rohstoffen, an Rohmaterialien aussieht, Erzen, Mineralien, Boden, Biomasse. Ich weiß, wie die Emissionen aussehen, ich weiß, in welches Kompartiment diese Emission stattfindet. Das heißt, ich weiß, naja, ich leite Abwasser in whatever Fluss oder ich habe einen Verbrennungsprozess mit CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Ich weiß, welche physischen Modifikationen ich an der natürlichen Umgebung vornehme, vor allem im Bereich der Landwirtschaft. Das heißt, beispielsweise werden Wälder der Landwirtschaft umgewidmet. Und zusätzlich haben wir noch relativ kurze Eingriffe, nämlich in Form von Licht, Schatten, Wind, kurzzeitige Temperaturänderungen etc. Das heißt, am Ende kann ich das erstmal für meine Produkte sauber dokumentieren und habe damit meine Interventions, was im Endeffekt das erste Ergebnis des Lifecycle Assessments ist und das Ergebnis des Lifecycle Inventories ist. Ist eine Liste, die ich letztendlich angeben kann in physikalischen Einheiten von Liter, Hektar. Es ist keine Interpretation notwendig. Diese Interventions sind letztendlich die Ursache für die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt. Wir gehen also von diesen Environmental Interventions, von diesen physikalischen Strömen, die ich messen kann, einen Schritt weiter und charakterisiere sie in sogenannte Midpoints, sogenannte Impact Category, Wirkungskategorien. Also diese Environmental Interventions, diese Änderungen des Menschen an der natürlichen Umgebung, kann charakterisiert werden. Bestes Beispiel ist dieses Treibhausgaspotenzial. Also das heißt, eine Tonne CO2, die ich ausstoße, naja, die wirkt auf das Treibhausgaspotenzial. Genauso haben wir aber beispielsweise Methan. Einen deutlich höheren Charakterisierungsfaktor. Wir haben N2O, also Lachgas, mit einem nochmal höheren Charakterisierungsfaktor. All das wirkt auf die Wirkungskategorie Treibhausgaspotenzial. Das Lifecycle Assessment versucht typischerweise, die verschiedenen Probleme, die aufkommen können, runterzubrechen auf in den meisten Fällen 16 bis 18 verschiedene Schadenskategorien und schafft Äquivalenzeinheiten. Das heißt, ich kann Methan, Lachgas mit CO2 vergleichen. Und kann dann natürlich anfangen, Handlungen zielstrebiger in Richtung Reduzierung dieser verschiedenen Ströme, die notwendig sind, um ein Produkt zu produzieren, treffen. Das Lifecycle Assessment kennt noch einen weiteren Schritt, und zwar können diese diese Wirkungskategorien weiter charakterisiert werden hinsichtlich ihrer Schäden. Hier würden wir von Areas of Protection sprechen, also von aus menschlicher Sicht schützenswerten Bereichen. Das ist einerseits in den meisten Herangehensweisen die menschliche Gesundheit, die Ökosystemqualität und die Nutzung natürlicher Ressourcen. Warum erzähle ich das? Was können wir tun, wenn wir diese Informationen sauber vorliegen haben? Wenn wir jetzt wieder an Entscheidungsmodelle denken, liegen diese Informationen sauber vor. Ich will einerseits entscheiden, wie auch immer, Profit zu maximieren, Kosten zu minimieren, aber andererseits kann ich auf die Idee kommen, was kann ich mit solchen Informationen tun in Entscheidungsmodellen? Ja. Sehr gut. Ich könnte sie beispielsweise als Nebenbedingungen implementieren. Genauso kann ich sie sogar zum Ziel machen. Also das heißt, ich könnte beispielsweise auch einen Profit oder einen Umsatz als Nebenbedingungen implementieren und nach Minimierung.
hier Leitwasserlastpotenzial optimieren. Also das heißt, ich habe hiermit die Möglichkeit, wenn ich sauber bilanzieren kann, alternative Ziele in Entscheidungsmodellen aufzunehmen. Das heißt, meine Standortplanung kann ich nicht mehr nur nach ökologischen Gesichtspunkten treffen, sondern quasi erweitert von ökologischen Gesichtspunkten. Werden wir jetzt gleich ein Beispiel für anschauen, wir werden vorher aber noch ein klein wenig Theorie anschauen zur multikriteriellen Entscheidung, also zu Multicriteria Decision Making. Prinzipiell finden zwei Schritte statt, wenn ich mehrkriterielle Entscheidungsmodelle durchführen will oder aufsetzen will. Ich muss einerseits die Ziele analysieren und die Beziehungen der Ziele zueinander. Sind die Ziele in Konflikt zueinander? Also beispielsweise steht dieses Ziel, Profit zu maximieren, in Konflikt mit dem Ziel, Treibhausgase zu minimieren. Habe ich komplementäre Ziele? Also das heißt, führt die Erhöhung des einen Ziels dazu, dass das andere Ziel verbessert wird, ist für einige Umweltkategorien tatsächlich der Fall, aber nicht für alle. Oder auch indifferente, neutrale Ziele, also die Erhöhung des einen Ziels wirkt sich nicht auf das andere Ziel aus. Also das heißt, wir haben hier gewisse Beziehungen und eine relative Bedeutung von Zielen zueinander. Und diesen Zielkonflikt, der potenziell besteht, wollen wir lösen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Zielkonflikte oder Modelle für Zielkonflikte zu lösen. Eine der Möglichkeiten, die werden wir uns heute auch genauer anschauen, sind Modelle mit expliziten Lösungen. Und hier wäre ganz konkret das Beispiel der Nutzwertanalyse zu nennen. Nutzwert ergibt sich erstmal allgemein gesprochen aus der Gewichtung eines Ziels mit einem Teilnutzwert eines Ziels. Das schauen wir uns gleich am Beispiel der umweltschutzorientierten Standortplanung an. Vorteil der Nutzwertanalyse ist, dass man im Endeffekt Ziele verschiedenster Einheiten, unter Umständen sogar qualitative Ziele, mit in den Entscheidungsprozess einbeziehen kann. Das ist im Endeffekt eines der großen Probleme, was andere Optimierungsmodelle dann wiederum haben, dass man von unterschiedlichen Einheiten spricht, dass man eine unterschiedliche Skala der verschiedenen Ziele hat, also wie will ich Euros mit CO2-Äquivalenten beispielsweise übereinbringen. Das sind Fragestellungen, denen ich mich stellen muss, wenn ich Modelle multikriteriell lösen will. Ganz allgemein, in Operations Research spricht man erstmal davon, dass man eine Zielfunktion aufbaut, eine Maximierungsfunktion aufbaut, bei welcher die Funktion, die ökonomische Funktion unter Umständen maximiert oder minimiert werden soll und genauso die ökologische Funktion maximiert oder minimiert werden soll. Im Operations Research gäbe es einmal die Methode der gewichteten Summe, letztendlich sehr ähnlich aufgezogen wie die Nutzwertanalyse, Nutzwertfunktion. Wir haben eine Gewichtung multipliziert mit der ökonomischen Funktion plus Gewichtung der ökologischen Funktion multipliziert mit der ökologischen Funktion. Auf was ich heute vor allem eingehen werde, am Rande eingehen werde, ist die sogenannte Absolute Constraint Methode, bei welcher ich sehr sauber das eine und das andere Ziel optimieren kann und alle Zwischenlösungen zwischen diesen Zielen sauber aufzeigen kann. Also das heißt, dass ich beispielsweise die ökonomische Funktion maximiere und gleichzeitig, und da hat man die Antwort vorhin, das ökologische Ziel satisfiziere. Also das ökologische Ziel wird zu einer Satisfizierungsfunktion beziehungsweise, wie eben richtig gesagt, zu einer Nebenbedingung. Also ökologisch muss die Funktion mindestens, weiß ich nicht, XY Tonnen CO2 einsparen, reinnehmen. Mit sonstigen Nebenbedingungen, die das Modell ansonsten auch hat. Das Ganze ist nicht klausurrelevant, wie vor allem der Public Climate School, wird dann in der Supply Chain Management 1 Vorlesung beispielsweise deutlich tiefergehend betrachtet. Ist aber methodisch einfach nicht ganz unanspruchsvoll, deswegen hier nicht weiter entscheidungsrelevant, aber doch interessant, vor allem ein Case, den wir uns gleich anschauen werden. Der erste Fall, die Nutzwertanalyse, haben wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen, auch Scoring-Modell genannt, ist klausurrelevant und ist ein Modell,
bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass viele von euch dieses Modell schon angewandt haben, vielleicht sogar angewandt haben, ohne vorher gewusst zu haben, dass es jetzt explizit die Nutzwertanalyse ist. Lernen Probleme dabei, sich zu überlegen, an welchem Standort studiert wird oder vielleicht auch welcher Studiengang studiert wird. Also wer hatte hier, naja, Abwägungen zwischen, wie auch immer, verschiedenen Städten oder vielleicht verschiedenen Studiengängen. Gehen wir davon aus, dass es die meisten von euch waren. Hat jemand angefangen, mal Kriterien runterzuschreiben? Nähe zu Hause, Schönheit der Stadt, Kosten für Wohnung in der Stadt oder auch Studiengang. Naja, was kann ich damit später mal tun, etc. Also das heißt, ihr habt Kriterien runtergeschrieben. Letztendlich habt ihr damit eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Also Nutzwertanalyse ist prinzipiell ein quantitatives, nicht monetäres Analysemodell, um Entscheidungen zu treffen. Der große Vorteil ist, dass ich relativ einfach qualitative Faktoren in die Bewertung mit aufnehmen kann, in eine quantitative Skala überführen kann und dann mit anderen Kriterien vergleichen kann. Wir werden zum Beispiel der Standardplanung anwenden, aber das wäre jetzt ein Entscheidungsmodell, was dann quasi in den meisten Fällen, also in den meisten Fragestellungen auf verschiedensten Ebenen anwenden können. Prinzipielle Vorgehensweise besteht aus 5 Schritten: Erhebung, Formulierung verschiedener Kriterien, also Standortfaktoren, naja, Kosten für Wohnung oder Verkehrsanbindung oder whatever, Festlegung von Gewichten für die einzelnen Kriterien. Mir ist das Kriterium, wie auch immer, Verkehrsanbindung besonders wichtig, deshalb ist das Gewicht auf der Verkehrsanbindung wichtig, besonders hoch. Sobald Kriterien und Gewichte festgelegt sind, kann ich Teilnutzwerte bilden, berechnen, kann Teilnutzwerte auf einer Skala auftragen und mir am Ende einen Gesamtnutzen berechnen, also wie auch immer, einen Nutzen von Studium BWL in Augsburg versus Nutzen von Studium BWL in Eisenach Hamburg. Und kann dann die Alternative wählen, welche mir den höchsten Gesamtnutzen ausgibt. Erster Schritt, den ich gehen muss, ist neben der Auswahl der Kriterien die Durchführung der Gewichtung. Gewichtung kann genauso auf verschiedene Art und Weise wieder festgelegt werden. Wir tun es hier anhand des Matrixverfahrens, bei welchem wir die verschiedenen Ziele paarweise vergleichen. Also wir vergleichen im Endeffekt das Ziel 1 mit dem Ziel 2. Wenn das Ziel 1 wichtiger als Ziel 2 ist, dann würde der Wert 1 angehen. Wenn das Ziel 1 unwichtiger als 2 ist, dann nimmt der Wert 0 an. Bei gleicher Wichtigkeit nimmt der Wert 1 an. In dem Fall gehen wir davon aus, dass das Ziel 1 gleichwertig zu Ziel 1 ist, dass Ziel 2 doppelt so wichtig wie 1 ist, eben wichtiger als Ziel 1 ist, Ziel 3 ebenfalls wichtiger als Ziel 1 und so weiter. Daraus kann ich mir die Summe der Punkte bilden. Also im Endeffekt addiere ich hier meine Gewichte auf. Ich komme hier auf eine Summe der Punkte, das Ganze tue ich für jedes einzelne der Kriterien, bilde mir eine Gesamtsumme der Gewichte und teile dann jedes der Kriterien durch die Gesamtsumme und komme auf eine relative Gewichtung. Also das heißt, in dem Fall wird mein Ziel 1 ein Gewicht von 6,25% bekommen, mein Ziel 2 80,75%, mein Ziel 3 43,75% und Ziel 4 31,25%. Das ist ein rein didaktisches Beispiel, zu einer Aufzeichnung, naja, ich kann überhaupt eine Gewichtung durchführen. Also ist ein Beispiel, potenziell gäbe es aber viele andere Methoden, um eine Gewichtung festzulegen, beispielsweise eine Expertenbefragung, ein AHP-Modell etc. Damit haben wir den ersten bzw. den zweiten Schritt, den ersten quantitativen Schritt, um ein solches Modell zu lösen. Das Ganze werden wir jetzt durchführen am Beispiel eines Papierherstellers, welcher ein neues Werk plant. Und in dem Fall kommt der Standort Tampere in Finnland, Augsburg in Deutschland und Catania in Italien in Frage. Das sind die Ziele, nach welchen optimiert werden sollen, beziehungsweise nach welchen
entschieden jetzt. Also Verfügbarkeit von Rohstoffen, Verfügbarkeit von sekundären Rohstoffen, Verkehrsinfrastruktur, CO2-Intensität, Lohnniveau und Absatzmarkt. Was fällt bei diesen verschiedenen Kriterien auf? Vor allem, wenn ich sie miteinander vergleiche. Kann ich sie gut miteinander vergleichen? Kann ich sie weniger gut miteinander vergleichen? Da muss man die Einheiten machen, potenzielle Einheiten. Lohnniveau, CO2-Intensität. Also welches Problem könnte ich haben, wenn ich nach diesen verschiedenen Kriterien entscheiden werde? Was fällt auf an der Stelle? Es sind vollständig unterschiedliche Einheiten. Ja, es sind unterschiedliche Einheiten. Es sind unterschiedliche Einheiten, Dankeschön. Genau, es sind vollständig unterschiedliche Einheiten. Also es sind Verkehrsinfrastruktur. Was ist Verkehrsinfrastruktur? Wie messe ich Verkehrsinfrastruktur? Wie vergleiche ich eine Verkehrsinfrastruktur, die ich auf wie auch immer ich sie messe, mit einem Lohnniveau, was ich vielleicht relativ gut in Euro pro, wie auch immer, Stunde angeben kann? Wie vergleiche ich das mit dem Absatzmarkt? Also das sind die Probleme, die wir hier haben, wenn ich diese verschiedenen Kriterien in meinen Entscheidungsfindungsprozess übernehmen. Und sprich, Schritt 1, also das sind die Kriterien, nach welchen ich entscheide. Also wir haben die verschiedenen Kriterien, die wir gerade genannt haben. Zusätzlich müssen wir gewichten, in dem Fall nicht das Matrixverfahren, sondern wir gehen jetzt auf eine Expertinnenbefragung. Wir gehen davon aus, wir haben zwei Experten, eins und zwei. Und diese geben eine Einschätzung über die Wichtigkeit an auf einer Skala von 1. 6 und wir sehen, dass der Experte 1 die Wichtigkeit von Verfügbarkeit von Rohstoffen mit 3 bewertet, der Experte 2 mit 1, also alles kein Rocket Science, können daraus relativ gut die durchschnittliche Wichtigkeit festlegen und haben damit im Endeffekt auch schon ein Kriteriengewicht. Also das heißt, wir sehen, dass bei diesen Kriterien von aus dieser Expertinnenbefragung der Absatzmarkt als am wichtigsten bewertet wird, also als das Kriterium mit dem höchsten Gewicht. Zusätzlich müssen wir die Merkmalsausprägungen aufnehmen. Wir haben uns drei verschiedene Standorte an. Augsburg hat wohl eine Verfügbarkeit von Rohstoffen, die mit 100.000 Kubikmeter pro Jahr angegeben wird, Tampere mit 500.000 Kubikmeter pro Jahr, Catania mit 0 Kubikmeter pro Jahr. Verfügbarkeit von sekundären Rohstoffen ist in Augsburg am besten. Bei der Verkehrsinfrastruktur, da habe ich dann eben schon gesagt, naja, wie gebe ich Verkehrsinfrastruktur an? In Kilometer Straße pro Quadratkilometer, in Autobahnauffahrten pro Kilometer Autobahn. Also das sind natürlich Fragen, die kann ich relativ schwer in ein quantitatives Maß überführen, deshalb wählen wir das semantische Differential, also das heißt, letztendlich wird auf qualitativer Ebene eine Bewertung durchgeführt und diese wird anschließend quantifiziert. Also wir gehen davon aus, dass die Verkehrsinfrastruktur in Augsburg durchschnittlich ist, in Tampere sehr gut und in Catania schlecht. CO2-Intensität, hierfür schauen wir uns den Treibhausgasausstoß pro Kilowattstunde produziertem Strom an. Lohnniveau ist in Euro pro Stunde angegeben, Absatzmarkt in 100 pro Quadratkilometer. Damit haben wir die Kriterien, die Gewichtungen und die Merkmalsausprägungen. Das heißt, wir haben auch schon diesen Schritt 3 so ein bisschen Teile getan. Wir müssen das Ganze noch auf eine einheitliche Skala überführen. Einheitliche Skala heißt, wir sagen, dass das jeweils beste Kriterium auf 1 liegt und das schlechteste auf 0 liegt oder auch etwas anders liegt, beispielsweise Verfügbarkeit von Sekundärrohstoffen. Hier haben wir an jedem Standort eine Verfügbarkeit, das heißt, wir setzen den Wert 0 auf 0 und können alle anderen Standorte anhand dessen, wo sie liegen, quantifizieren.
Verfügbarkeit mit den Nährrohstoffen als Beispiel, eine Ausschüttung von 400.000 Tonnen angegeben, 400.000 Tonnen pro Jahr bekommt den Wert 1. Also was ich hier mache, ist diese Überführung in eine normierte Skala, um dann die Merkmalsausprägungen zu ermitteln. Und für Catania 9. In dem Fall würden wir den
Studienstandort Tampere wählen, weil hier der größte Gesamtkonsulat ist. Also damit haben wir auch Schritt 4 und 5 durchgeführt. Gesamtnutzen ermitteln und Entscheidungen fällen. Tampere mit dem höchsten Gesamtnutzen. Wir führen nun eine kleine Variation durch, indem wir für die CO2-Intensität der Energie die Bewertungsskala ändern. Bleibt noch ganz kurz auf der Folie, das ist noch einiges am Schreiben. Okay, dann springe ich weiter. Und zwar greifen wir uns die CO2-Intensität der Energie heraus. Und wir sagen, naja, bis 2050 wollen wir CO2-neutral sein. Das heißt, der Wert von 66 Gramm CO2 pro Kilowattstunde kann nicht optimal sein. Erst wenn wir bei 0 Gramm CO2 pro Kilowattstunde sind, wird der Wert 1 vergeben, also der höchste Nutzwert vergeben. Kleine Variation der Bewertungsskala, kleine Änderung der Bewertungsskala sehen wir hier, führen das durch und wir stellen fest, naja, damit schneidet das Tampere gar nicht mehr so gut ab, weil hier im Endeffekt die Bewertungsskala verändert. Das Ganze soll nur aufzeigen, wie manipulierbar die Nutzwertanalyse ist. Also wir haben einerseits eine Substituierbarkeit, also das heißt, eine gute Bewertung eines Kriteriums kann vollständig aufgehoben werden mit einer schlechten Bewertung eines anderen Kriteriums. Wir haben unter Umständen Interdependenzen zwischen den Kriterien, welche wir unter Umständen nicht sauber herausarbeiten. Die Gewichtung ist oft subjektiv. Wir haben bei diesem Beispiel jetzt diese Expertenbefragung gesehen. Naja, was basiert diese Einschätzung? Also das heißt, mit der Wahl der Person, die ich als Expertin betrachte, entscheide ich unter Umständen das Ergebnis meiner Nutzeranalyse. Und zusätzlich haben wir diesen Bandbreiteneffekt, den haben wir gerade eben gesehen, indem wir hier die Bewertungsskala verändert haben. Unterschiedliche Ergebnisse je nach Bewertungsskala. Also dementsprechend habe ich in der Nutzwertanalyse ein Verfahren, das einerseits sehr leicht implementierbar ist, was auch einen relativ quantitativen Charakter hat, was ich aber extrem gut manipulieren kann. Also das heißt, ich kann hier sehr einfach im Endeffekt durch die Wahl der Gewichtung, durch die Wahl der Bewertungsskala auf das Ergebnis einwirken. Ist ein Verfahren, das gut funktioniert, wird sicherlich im Unternehmen gerade auf strategischer Ebene gar nicht so selten verwendet, einfach weil man so viele verschiedene Kriterien betrachten will. Nachteil dieses Verfahrens ist, eben schon angesprochen, die Manipulierbarkeit dieses Verfahrens. Also es wird sehr schwer sein, hier wirklich objektiv sowohl Gewichte als auch Bandbreiten herauszuarbeiten und zusätzlich eben diese Interdependenzen der Kriterien, was ebenfalls problematisch ist. Im besten Fall sind alle Kriterien völlig unabhängig voneinander. Okay. Gibt es zur Nutzwertanalyse von euch noch eine Frage? Ansonsten werden wir jetzt zur diskreten Standortplanung zurückkehren, mit welcher wir heute die Veranstaltung begonnen haben. Wir werden eine Veröffentlichung aus meiner Promotion anschauen, bei welcher in der Standortplanung sowohl ökologische als auch ökonomische Ziele in die Entscheidungsfindung mit eingeflossen sind. Das Ganze werde ich vor allem didaktisch aufziehen, ist alles nicht klausurrelevant, soll aber aufzeigen, wie man im Endeffekt deutlich besser als mit der Nutzwertanalyse zu Entscheidungen, die sowohl ökonomische als auch ökologische Ziele berücksichtigen, treffen kann. Okay, wenn es keine Fragen zur Nutzwertanalyse gibt, dann springen wir weiter.
schauen in diesen Exkurs, wo liegt der Disclaimer Standard. Hier erstmal der Case, den wir uns anschauen. Case ist Produktion von Bioethanol, von zweiter Generation Bioethanol auf Basis von landwirtschaftlichen Reststoffen. Landwirtschaftliche Reststoffe wären beispielsweise Stroh, andere Lignocellulose etc., die aufgespalten werden kann in die Zucker, die enthaltenen Zucker, Glucose, Xylose etc. Diese können fermentiert werden, damit die zweite Generation Bioethanol aufbereitet werden, welches dann wiederum verwendet werden kann in Material und Lignocellulose als Treibstoff, also E10, E5 etc. sind die Treibstoffe, die im Normalfall vertrieben werden. Das ist E steht für Ethanol tatsächlich. Also Benzin, E10, hat einen Anteil von 10% für das Ethanol. Genauso kann dieses Ethanol weiterverarbeitet werden, Methen. Also das heißt, diese zweite Generation Bioethanol und potenzielle Raffinationsprodukte haben die Möglichkeit, Treibhausgase zu senken, indem sie in verschiedenen Produkten fossile Rohstoffe ersetzen. Die Fallstudie, die wir uns anschauen, ist die strategische Netzwerkplanung der Bioraffinerien in der Europäischen Union. Tatsächlich ganz ähnlich zu dem diskreten Modell, was wir eben gesehen haben. Zu dem diskreten Standortmodell, was wir eben gesehen haben. Die Daten, die wir dafür haben, ist einerseits Rohstoffanbau. Das heißt, wir kennen die Regionen mit den verfügbaren Mengen von Rohstoffen. Wir haben die Rohstoffsammlung. Wir müssen diese Rohstoffe, die Lignocellulose sammeln, den Bioraffinerien zuführen. Bioraffinerien produzieren und dieses Bioethanol dann wieder distributieren und verteilen, um Nachfragen von der Region zu decken. Wir gehen davon aus, dass das Bioethanol Benzin substituieren kann und damit einen Beitrag zur Treibhausgasreduzierung setzen kann. Hier sehen wir ein potenzielles Ergebnis, also da wollen wir gleich hin. Wo in Europa sind Standorte an Bioraffinerien, hier in Gelb? Thema Bioraffinerie, Standort inklusive der Kapazität, umso größer hier diese gelbe Zylinder, umso größer die Kapazität. Genauso sehen wir die Regionen, in welchen Rohstoff gesammelt wird, im Grün. Hier sehen wir auch schon, dass bei der ökonomischen Optimierung das Modell dazu tendiert, Standorte in Mittel- und Osteuropa zu öffnen. Schauen wir uns gleich etwas genauer an, was Ziele sind. Deutlich vereinfacht, in dem Fall die Maximierung des Profits und die Maximierung der Umweltvorteile. Wir gehen wieder zurück zu unserem diskreten Standortmodell, was wir eben gesehen haben, und erweitern dieses Modell rein didaktisch, ganz wichtig an der Stelle, um die Zielkategorie ökonomisch und das Treibhausgaspotenzial, der Profit pro Einheit auf dem Markt wird erweitert um einen Treibhausgas. Benefit, also wir rechnen mit Benefits, also Treibhausgassenkung letztendlich pro Einheit, die mit der verkauft wird. Wir haben fixe Kosten pro Werk, wir haben fixe Treibhausgaswirkungen pro Werk, wir haben variable Kosten pro hergestellte Einheit und wir haben variable Treibhausgaswirkungen pro hergestellte Einheit. Das heißt, wir erweitern unser Modell einfach nur um diese Dimension, die wir jetzt in diesem Modell mit aufnehmen. Letztendlich werde ich die Folie, glaube ich, einfach vollständig überspringen, weil sie nicht klausurrelevant ist. Aber die Methode in Teilen erklärt. Ich gehe auf das Wichtigste auf dieser Folie ein. Einerseits führen wir hier eine Maximierungsfunktion auf, die uns sowohl einen Profit maximiert, als auch einen Umweltvorteil maximieren. Also Profit wäre Umsatz minus fixe Kosten und minus variable Kosten. Und wir haben Treibhausgassenkung minus Treibhausgase, die durch die Produktion entstehen, minus fixe Treibhausgase, die durch den Bau der Werke entstehen. Also schreiben wir hier einmal auf. Umsatz minus fixe Kosten minus variable Kosten. Das Modell werden wir anhand der External Constraint Methode lösen. Das heißt, dass wir immer eine dieser beiden Dimensionen als Ziel verwenden und die jeweils andere Funktion
als Nebenbedingungen mit ins Modell einfließt und wir letztendlich diese Nebenbedingungen ununterbrochen variieren. Also das heißt, wir wollen diese Nebenbedingungen zu 80% des ursprünglich maximalen Wertes, wir müssen zu 70% des ursprünglich maximalen Wertes, zu 60% zurück und so weiter. Und damit können wir relativ schön die Beziehung der beiden Ziele, Profitmaximierung, Treibhausgassenkung, aufzeigen. Das hier ist eines der Ergebnisse. Schaut euch einfach mal an, braucht hier nicht mitschreiben. Wir sehen hier die sogenannte Pareto-Grenze zwischen diesen beiden Zielen. An den Enden sind jeweils die rein ökonomisch bzw. rein ökologischen Werte. Rein ökonomisch. Und hier unten sehen wir die rein ökologische Optimierung. Und wir stellen fest, in der rein ökonomischen Optimierung bauen wir 24 Bioraffinerien, haben einen gewissen Umsatz, der positiv ist, also der bei circa, weiß ich nicht, 100 Millionen Euro liegt. Bei der rein ökologischen Optimierung haben wir einen großen Treibhausgas-Benefit, also große Mengen an Treibhausgasen, die eingespart werden, aber dafür sind wir deutlich negativ. Also wir haben einen negativen Profit, das heißt, wir haben ein nicht profitables Netzwerk. Schauen wir uns einmal an, wie die ökonomische Optimierung bauen würde. Sie würde vor allem, wie schon angesprochen, in Mittel- und Osteuropa bauen. Einen Teil der vorhandenen Rohstoffe in Europa sammeln, um eine gewisse Menge an fossilen Treibstoffen zu substituieren. Wenn wir rein nach Treibhausgasminimierung optimieren würden, dann würde man ein extrem großes Netzwerk bauen. Also statt 24 Bioraffinerien, die relativ profitabel sind, würden wir 70 Bioraffinerien bauen, die über komplett Europa verteilt werden würden, den kompletten verfügbaren Rohstoffanteil sammeln, um damit eine deutlich größere Menge Benzin zu substituieren. Also aus Treibhausgas-Sicht wäre es deutlich besser, hier dieses Netzwerk zu bauen, was sehr viele vorhandene Rohstoffe sammelt und verwendet. Alle Punkte, die wir hier sehen, sind Zwischenlösungen. Über diese Epsilon-Constraint-Methode, auf die ich jetzt eben noch am Rande eingegangen bin, berechnet wurden. Und dieses Verfahren ermöglicht nun ein sauberes Aufzeigen von gewissen Trade-off-Lösungen, die unter Umständen akzeptabel sind und interessante Zwischenlösungen präsentieren. So ist beispielsweise, wenn wir uns hier anschauen, wie die Funktion verläuft, eine Funktion, die erstmal relativ flach abfällt. Also das heißt, ich schaffe es, bei einem gewissen Profiteinbußen, in dem Fall 15%, meinen Treibhausgasnutzen schon deutlich zu steigern. Also ich habe hier eine Lösung, die mir mein Profit schon deutlich, also meine Treibhausgasnutzen schon deutlich steigert, bei einer relativ geringen Profitreduzierung. Während wir dann das andere Ende gehe, ich sehe, dass ich erstmal dieser rein ökologischen Optimierung sehr negativ bin, ich aber mit einer gewissen Akzeptanz an Rückgang des Treibhausgasnutzens plötzlich zu einem positiven Profit kommen kann. Also das heißt, ich habe hier eine Trade-off-Lösung, die mir einen sowohl positiven Profit generiert, als auch einen sehr hohen Anteil an maximal möglicher Treibhausgas-Einsparung. Das ist also ein Verfahren, mit dem wir uns relativ schön das Verhalten der Ziele zueinander anschauen können. Also es ist nicht ganz schwarz und weiß, sondern zeigt uns auf, wie die zwei Ziele zueinander im Verhältnis stehen. Auch das nicht weiter klausurrelevant, aber ein Verfahren, welches man sicher im Kopf haben kann, beziehungsweise eine Herangehensweise, welche man sicher im Kopf haben kann, wenn man zukünftig in Unternehmen entscheidend fällt, die natürlich einerseits ökonomisch getrieben sind, aber andererseits auch diese ökologischen Dimensionen berücksichtigen können. Gibt es hierzu Fragen von euch? Die meisten waren wahrscheinlich erschlagen, zumindest die Methode, kann man auch mal anschauen, also der Implementierung etc. dann alles etwas komplexer.
Was mir wichtig ist an dieser Stelle, ist letztendlich, dass bei euch hängen bleibt, dass ökologische Ziele in Entscheidungsmodellen aufgenommen werden können, dass man auch die Möglichkeit hat, sehr sauber aufzuzeigen, wie sich Ökologie versus Ökonomie verhalten, dass ökologische Ziele auch nicht unbedingt gleichgerichtet sind, das haben wir jetzt wenig angesprochen, aber wir haben jetzt hier die Treibhausgasreduzierung vor allem in den Vordergrund gestellt. Genauso kann es aber sein, dass diese Treibhausgasreduzierung nicht unbedingt mit anderen ökologischen Zielen gleichgerichtet ist, sondern dass auch hier Konflikte herrschen. Genau, ansonsten werden wir das Thema ökologische Erweiterung auch in folgenden Veranstaltungen immer mal wieder am Rande aufgreifen, um eben Entscheidungsmodelle, um diese ökologischen Dimensionen zu erweitern. Wenn es keine Fragen gibt, dann haben wir das Thema Standortplanung, zumindest in der Vorlesung, erstmal abgeschlossen. Beziehungsweise wir haben die betriebliche Standortplanung abgeschlossen und kommen jetzt zur innerbetrieblichen Standortplanung. Okay, dann springen wir weiter zur innerbetrieblichen Standortplanung bzw. zur Layoutplanung. Erkennt jemand, was wir hier sehen? Ja? Exakt. Wir sehen die Papierfabrik. Die UPR-Papierfabrik in Augsburg, die am Lech sitzt. Ich weiß nicht, wie lange sie schon dort sitzt, aber ich glaube schon relativ lang. Und die Papierfabrik hat die Eigenschaft, dass man relativ schön von Google Maps aus sehen kann, wie der Verlauf der Produktion stattfindet. Bild ist nicht ganz optimal, aber wir sehen im Endeffekt bei Google Maps, dass hier das Rohstofflager der Papierfabrik ist, hier der Zellprozess stattfindet. Wir dann einen Transfer haben, kann sich jemand an diese, wenn man, ich weiß nicht, wie die Brücke heißt, da über den Lech drüber, kann sich da jemand daran erinnern, dass da so eine Brücke verläuft, über die wahrscheinlich was transportiert wird. Genau, da fährt immer wieder drunter durch. Das ist Zellstoff, welcher zur eigentlichen Papierherstellung gelangt. Also das heißt, wir haben hier einerseits den Input, relativ gut letztendlich angebunden. Man sieht auch von Google Maps, dass hier wie auch immer Schienen reinlaufen. Also das ist eine gute Verkehrsanbindung. Dann haben wir diesen etwas problematischen Transferschritt. Also das heißt, wir haben nicht direkt anschließend unsere Papierfabrik, sondern müssen diesen Zellstoff erstmal eine kleine Strecke transportieren. Einfach weil die räumlichen Gegebenheiten so sind, um dann in die eigentliche Papierproduktion zu gelangen. Also hier sitzt die Produktion. Wir sehen, es ist ein relativ langer Produktionsprozess, hat tatsächlich einfach mit dieser Papierproduktion zu tun. Also rein prozessbedingt wäre es gar nicht möglich, dass man beispielsweise den Prozess so aufzieht. Also es ist notwendig, dass man hier einen relativ langen Produktionsprozess, diese Papiermaschinen hat, die dieses Papier ziehen, um dann am Ende hier oben am Rand zu erkennen, ins Distributionszentrum zu gelangen. Auf was sind wir an der Stelle hinaus? Nun ja, wir sehen, dass wir hier eine räumliche Anordnung haben, die relativ logisch ist. Also das heißt, rein theoretisch wäre es natürlich auch denkbar, dass die Distribution hier unten sitzt, die Zellstoffherstellung hier oben, aber der Produktionsprozess eigentlich hier beginnt. Würde man natürlich nicht machen, weil unnötige Transporter anstellen. Also hier haben wir im Endeffekt ein schönes Beispiel, bei dem wir sehen, dass es einen logischen Aufbau gibt aus Input, aus Rohstoffinput, der Produktion und am Ende der Produktion direkt anschließend im Distributionszentrum. Mit dem Ziel, um was zu tun, beziehungsweise was nicht zu tun. Stichwort Transporte.
Also was dieses Layout, diese Planung der innerbetrieblichen Standorte hat eine gewisse Logik und in der Logik sieht man, dass Transporte minimiert werden. Also wir wollen unnötige Transporte, die potenziellen Kosten verursachen, die zusätzliche, wie auch immer, Transportgeräte erfordern, so weit wie möglich minimiert werden. Man sieht aber auch, dass die Gegebenheiten des Standortes nicht komplett straightforward sind, also es ist eine Wiese, auf der einfach geplant werden konnte, sondern man hat sich an die räumlichen Gegebenheiten vor Ort angepasst und hier im Endeffekt ein optimales Layout gewählt. Um das geht es heute noch mal und vor allem in der nächsten Veranstaltung. Also Layoutplanung, das ist Layoutplanung, Anordnung der verschiedenen Segmente und Läger eines Werkes. Hier sehen wir Segmente könnte Werkstattfertigung sein für Spezialteile, könnte eine Vormontage sein, die in der Produktion stattfindet, könnte eine Bauteilvormontage sein, die in einer Produktion stattfindet und eine Endmontage, welche in einer Fließproduktion stattfindet. Die Frage ist im Endeffekt, wie diese einzelnen Blöcke, Segment 1, Segment 2, Segment 3 etc. in der Halle untergebracht werden, wo die Lager sind, um möglichst die Transporte zu minimieren. Das ist das Ziel der sogenannten innerbetrieblichen Standortplanung, der Layoutplanung. Bisher haben wir uns eben mit der betrieblichen Standortplanung befasst, also innerbetrieblichen Standortplanung, die auch auf der strategischen Ebene stattfindet. Zusätzlich ist Teil der innerbetrieblichen Standortplanung auch die Anordnung innerhalb eines Segments. Also welche Maschine sitzt an welcher Stelle, kann ich Vorteile erzielen, indem ich hier über Maschine S1 und Maschine S6 beispielsweise tausche. Bestimmung der innerbetrieblichen Standorte von Arbeitssystemen, also wir haben eine Anordnung von Produktionssegmenten, also wir halten einfach nochmal fest, was wir eben gesprochen haben. Wir haben eine Anordnung innerhalb der einzelnen Produktionssegmente und wir haben die Entscheidungen für die Art des Produktionssystems, des Produktionstyps, welcher damit zusammenhängt. Also Produktionssegment, damit greifen wir nochmal zurück auf eine der ersten Veranstaltungen, ist ein Subsystem des Produktionsbereichs, das einem bestimmten Organisationstyp zugeordnet wird. Organisationstyp ist, werden wir gleich kennenlernen. Was können entscheidungsrelevante Faktoren bei der innerbetrieblichen Standortplanung sein? Also nach welchen Faktoren könnte die innerbetriebliche Standortplanung stattfinden, beziehungsweise wann ist eine innerbetriebliche Standortplanung notwendig? Stellen wir uns mal vor, Unternehmen wächst relativ stark. Zu was könnte das führen? An einem Standort. Stellen wir uns vor, wir haben eine Halle. Ja. Das ist Skalierung, dass man mehr Platz benötigt. Genau. Skalierung. Mehr Platz. Also das heißt, unter Umständen will man Kapazitäten ausbauen. Genauso können Faktoren sein, also hier das Thema Kapazitäten, ja, genauso wenn die Frage des anwendbaren Produktionssystems. Es kann sein, dass UPM irgendwann nicht mehr diese großen Papiermaschinen verwendet, die aktuell verwendet werden, sondern ein neues Produktionsverfahren eingeführt wird, welches mit deutlich weniger Platz beispielsweise auskommt. Oder welches eine größere Menge produzieren kann. Genauso können Faktoren sein, innerbetriebliche Transporte, also dass man sich einfach wieder anschaut, naja, ist es eigentlich sinnvoll, was wir tun, oder haben wir nicht zu viele Transporte an unserem Standort, können wir Segmente verschieben, können wir innerhalb von Segmenten verschieben, um Transporte zu minimieren. Neue Bedarfe, anders geartete Bedarfe, und auch ein ganz wichtiges Thema ist Flexibilität. Also Flexibilität zur Anzahl, bezüglich der Anzahl an Produktgruppen, die ich anbiete. Muss ich flexibel sein, weil ich immer wieder vollständig unterschiedlich gelagerte Aufträge habe? Also habe ich einen riesen
Anzahl an verschiedenen Produkten oder ist die Flexibilität nicht allzu wichtig, weil ich weiß, dass die nächsten 5 Jahre mein Produkt ähnlich oder gleich aussehen. Also das sind alles Faktoren, die entscheidungsrelevant sind. Wir halten noch einmal fest, Layoutplanung ist die Frage, wie Arbeitssysteme, verschiedene Arbeitssysteme, die im wirtschaftlichen Prozess beteiligt sind, innerhalb einer Standortgrenze angeordnet werden müssen. Genau. Arbeitssystem, auch hier nochmal Rückgriff auf eine der ersten Veranstaltungen, wo erstmal die Produktion ein Produktionsschritt, ein Transformationsschritt mit dem Input und dem Output. Das ist ein Arbeitssystem und die Frage ist der Layout-Planung, wie müssen diese Arbeitssysteme angeordnet werden. Genau. Wir schauen uns noch die Ziele der Layout-Planung an, bevor wir ganz kurz auf die verschiedenen Organisationstypen eingehen werden, welche wir dann in der nächsten Veranstaltung im Detail anschauen. Ziele der Layout-Planung können ökonomische Ziele sein und in dem Fall in den meisten Fällen Logistikkosten. Transportkosten, Transportzeiten, aber auch Investitionen in Transportmittel. Dann können es die Produktionsbestandskosten sein, es können ökologische Ziele sein, also der Energieverbrauch für den Transport. In vielen Fällen ist es so, dass Zwischenprodukte eine hohe Temperatur haben, umso länger der Transportprozess ist, umso stärker sinkt die Temperatur ab. Womit im Endeffekt Emissionen entstehen können, zusätzliche unnötige Emissionen entstehen. Sie können auch ressourcenorientiert sein, Emissionen oder Leerlaufzeiten von bestehenden Kapazitäten an einem Standort. Und damit kommen wir zu den Organisationstypen, die wir, wie gesagt, in der nächsten Einheit im Detail anschauen wollen. Wir haben die Möglichkeit, unsere Produktion anzuordnen nach einem Funktionsprinzip, also die Funktion im Vordergrund zu stellen. Die Werkstattproduktion wäre hier das Beispiel, das man nennen würde. Eine Werkstattproduktion würde die Funktion der Arbeitsgeräte in den Vordergrund stellen und nach dieser Funktion anordnen. Eine Baustellenproduktion ist etwas außen vor. Was könnte die Baustellenproduktion auszeichnen? Worin könnte sich die Baustellenproduktion unterscheiden? Wir haben noch 2 Minuten, oder 1 Minute. Die Baustellenproduktion machen wir noch? Ja. Genau. Die Baustellenproduktion findet am Ort des Produktes statt. Ist natürlich bei der Baustelle gegeben, aber nicht unbedingt nur bei der Baustelle. Auch beispielsweise Kreuzfahrtschiffe werden nicht auf einer Produktionslinie hergestellt, sondern in Baustellenproduktion. Also alles, was an Fertigung am Produkt stattfindet, wird zum Produkt transportiert und nach dem Produktionsschritt wieder wegtransportiert. Das wäre die Baustellenproduktion. In den meisten Unternehmen wird nach dem Objektprinzip angeordnet. Das Objektprinzip stellt das Produkt in den Vordergrund und ordnet die Produktion den technologischen Schritten des Produktes entsprechend an. Hier haben wir ein sogenanntes Objektprinzip. Also wichtig an der Stelle erstmal, es gibt das Objektprinzip, das Funktionsprinzip und die Baustellenfunktion als die 3 übergeordneten Kategorien der Organisationsformen einer Produktion. Das wäre es für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine schöne Woche.